So, hallo und alle zur nächsten Folge von Sky Factory 2 zusammen mit dem Kev. Hallöchen. Hallo! Vielleicht kannst du mal ein bisschen meiner Stimme hören. Ich bin ziemlich erkältet gerade, aber wir müssen den Plan ein bisschen einhalten und noch eine Folge machen für heute, weil sonst ist halt blöd. Ich werde mich wahrscheinlich ein bisschen muten nebenbei und ein bisschen Oh, ich will rumschniefen. gestern essen. Lass dich nicht aufhalten, tut mir leid. Ja, und deswegen nicht wundern, alles okay und es geht wahrscheinlich die nächsten Tage wieder besser, deswegen verschieben den Rest der Aufnahme wann anders. Zunächst erstmal, was haben wir in der letzten Folge gemacht? Kev hat ein bisschen gebastelt, den Maximum Size Reactor, der sieht so aus. Und ja, den werden wir dann ausfüllen und bauen, gibt dann heftig Saft. Ansonsten, ich habe nochmal nebenbei unter der Woche, da hat es halt ein bisschen gelaggt, deswegen nicht so viel gemacht, hier die Felder ein bisschen optimiert, die sehen jetzt ein bisschen bunter und schöner aus. Ich wollte mal ein bisschen pimpen und dann dachte ich, ja, mal gucken, warum nicht. Sieht ein bisschen infernalistischer aus und gruseliger und ich wollte einfach mal von dem Stein und Holz ein bisschen wegkommen. Habe aber die Sieht auch Schildern alles sehr, so sehr geil, gelassen. das muss ich immer sagen. Als ich das gesehen habe, da war ich direkt entzückt. Naja, also ich war am Überlegen, ob es so passt oder nicht. Ich habe ein bisschen so die Materialien genommen, die gerade da waren im Überfluss, weil wenn du ins System reinguckst, die haben halt jede Menge Obsidian. Soul Sand kann man nicht mit dem Chisel bearbeiten. Und ansonsten, ja, Eisen hat auch nicht so gepasst. Vielleicht kann man noch Laboreck oder so machen. Aber da habe ich halt Obsidian genommen und da hatte ich ja schon vorne bei dem Kreis mitgebaut und dachte, sieht ganz cool aus. Und dann kann man vielleicht noch Nether Bricks nehmen und die noch ein bisschen chiseln, dann kriegen wir eventuell eine schöne Farbe und dann wurde das halt so düster. Es war also Zufall, wie es entstanden ist. Das in der Mitte ist nochmal Obsidian. Und ja, viel Spaß beim Abbauen, falls wir die Insel abbauen sollten. Nein, machen wir nicht. Ein Klick. Ja, das war auch das Ding, als der Server so geleckt hat, weil der so lange on war und ich hier die Dinger gebaut habe. Konnte ich auch nicht mit Weinmeiner arbeiten, Ah, weil der nicht wirklich funktionierte. nicht? Nee, ich muss alles selbst machen und jeden Block zwei oder dreimal abbauen, bis er endlich gebloppt ist. Und dann habe ich halt, ja, keine Ahnung, so 2 Stunden mir Zeit genommen und bin hier mal drüber gebügelt und dann hatte ich keinen Oh, Bock das tut mehr. mir leid. Da muss ich mir nächstes Mal Bescheid sagen, gerne auch per WhatsApp, weil Ja, passt schon. es Hat wäre ja. bei mir leckt, restarte ich den halt, ne? Aber bei dir. Ja, ist ja egal. So, ansonsten wollte ich, oder habe ich noch ein ganz kleines bisschen was vorbereitet in der letzten Folge. Ich habe ja gesagt, ich möchte ja meine Spionagezentrale aufbauen und da habe ich schon mal ein bisschen losgelegt. Und dann kann ich mal ganz kurz zeigen, was ich damit meine. Zunächst mal kann ich. Kev, mach mal irgendwas Interessantes. Wie ich sowas Interessantes machen? Ja, mach mal irgendwas Interessantes. Ich baue gerade die Turbine. Nein, du bist gerade an deinem Crafting-Terminal. Ja. Ja. Du kannst ja gerne Super mal. spannend. Du kannst ja gerne mal rumlaufen, irgendwas machen und ich kann dir genau sagen, was du machst. Okay, warte. Nein. Du stehst auf diesem Bücherstand. Jetzt läufst du den Crops rüber und jetzt fliegst du nach unten, jetzt fliegst du Richtung Energiekugel. Ah, ich verstecke mich. Ja, Hilfe! siehst du mich zufällig irgendwo? Ich Da ist glaube, ein Loch. Nee, in der Mobfalle. du siehst mich nicht, ne? Wo bist du? Bestimmt bei dir im Zauber. Ich stehe Ja, hier da. hinten, aber ich sehe trotzdem, was du. Siehst du, dass ich dich sehe? Ja, ich weiß, ich sehe, dass du mich siehst. Du Ey, das stehst will ich genau auch hinter mir. sehen. Wie geht das? Ah, du weißt nicht, wie das funktioniert. Du hast den nicht gemacht. Das können nur die machen, die das Ding gebaut haben. Deswegen ist das so ein kleines bisschen Schutz. Also du kannst das nicht erlaubt eigentlich. Ja! Ich kann mir aber selbst die Zukunft voraussagen. Wenn ich jetzt Rechtsklick drauf mache, dann komme ich die Zukunft gesagt, hoffe ich. Grace into the fall, the Kev will stumble and fall. Alter, ich werde nicht sterben! Hä? Bei mir stand, you gaze into the crystal ball, the Ja. Kev will stumble and fall. Ja. Ich will nicht sterben! Spark of Phoenix will find Shinies. Bei mir steht, dass ich tolle Dinge finden werde. Das finde ich ein bisschen unfair. Glitzerdinge. Ja. Was man auch damit machen kann, ist, man kann sich selbst spectaten. Also, wenn ich das mache, dann kann ich aus deinen Augen sehen. Also, ich sehe genau, was du machst. Deswegen konnte ich auch sagen, wo du gerade bist, was du machst und Das heißt, bla du bla bla. siehst auch, was ich hier jetzt mache. Ja, warte, jetzt muss ich erst. Ich habe das Ding wieder zurückgetan. Moment. Ich sehe, was du machst, genau. Du setzt jetzt hier die Blöcke von dem Reaktor-Dings hoch. Du kannst ja mal so eine Säule machen, ich kann dir genau sagen, wie viele Blöcke das sind. Was? Du siehst sogar die Koordinaten? Ich sehe aus deinen Augen, wie als ob Dann ich sag mir, jetzt wie du hoch wäre. das ist. Ja, das kann ich natürlich nicht sehen, weil du kannst das ja auch nicht sagen. Das Ich sind sehe, wie du 48. gerade die Blöcke Wow. baust aus deinen Augen, als ob ich du wäre. What the fuck? Das ist ja wie das neue Spectator-Feature, Ja, ne? das ist, als ob ich dich gerade spectaten würde. Das ist ein bisschen crazy, muss ich sagen. Ja, und Das macht mir Angst. dasselbe kann ich mit mir selbst machen. Also wenn ich jetzt praktisch so nach oben spectate, so, dann sehe ich einfach die Insel von ganz, ganz oben. Ich fliege dann praktisch aus meinem Ich heraus nach oben und habe einen Überblick über unsere ganze Insel und kann sehen, was da so passiert. Und nach einer Weile, ich muss rechts gedrückt halten, dann werde ich wieder nach unten geschmissen, weil, ja, dann kann ich wieder von vorne hochgehen. Und ich kann natürlich auch noch von anderen Entities mir Technokits holen. Also wenn wir einen Villager oder ein Pferd da stehen haben,
könnte ich für eine kurze Zeit die Sicht des Pferdes kapern oder von dem Minimi, was ich zum Beispiel habe. Und jetzt habe ich das gerade gemacht. Und jetzt kannst du das auch steuern? Nee, steuern kann ich es nicht, aber ich kann sehen, was es macht. Also es ist zum Spionieren da. Also könnte ich zum Beispiel Tag-Lock-Kits von jedem Spieler auf dem Sauermeer schnappen, dann rumlaufen und dann würde ich sehen, was die gerade machen. Ey, wie geil wäre denn das, wenn man die auch noch steuern könnte? Ja, das wäre natürlich fies. Da gibt es dann halt Bodo-Magie. Ich kann die auch verfluchen, so ein Scheiß. Dann siehst du überall Mobs und sowas. Aber ich glaube, das ist ein bisschen blöd. Das ist ein bisschen fies, hä? Ja, vor allem, weil die kriegst du nicht mehr so einfach weg. Auch nicht durch Sterben. Das ist dann nämlich richtig zum Mobben. Alter, ich muss sagen, dieses Autocrafting-System funktioniert so sexy, wo ich jetzt das Ganze ausgelegt habe, damit ich diesen Mega, also diese Mega-Baute mache. Da sind diese Easy-Bauten jetzt, also wirklich sehr easy. Sorry, kurz gemutet. Wir wollten ja eventuell noch den Rest von Draconic Evolution fertig machen, gell? Diesen komischen Stab. Und der ist ja ein bisschen overpowered und der zieht auch ein bisschen heftig, glaube ich. Und wenn man es falsch macht, baut man aussehen die ganze Insel mit ab, habe ich gehört. Deswegen müssen wir da aufpassen. Und wir müssen noch zwei von diesen Chaos Guardians killen oder so. Wollen wir das machen oder irgendwie? Oder wo oder was? Wäre ganz gut, dann müssen wir aber weit fliegen, oder? Ja, schon. Speed Multiplier hoch und ab geht's. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich mich zu dir teleportiere? Nein. Ich glaube nicht. Es sei denn, du nimmst halt slash TP der Kev Zwerg auf Phoenix. Und nutzt den Befehl. Den Teleport-Befehl dann, ja. Ja, weil sonst wäre es vielleicht ganz clever, wenn wir in unterschiedliche Richtungen fliegen würden. Und jeder klatscht ein. Ja, mal ganz auf die Schnelle, würde ich sagen. Ja, dann fliege ich nach 0 minus 1000, minus 10.000 und du, keine Ahnung, minus 10.000, minus 10.000, weil wir waren ja schon im plus 10.000er Bereich. Ich weiß nämlich genau, wo. Okay, jetzt bin ich gerade aber am Grübeln, weil ich gerade nicht ganz weiß, wie dieser Reactor funktioniert. Ja, ich habe mich super schlau gemacht, wie du merkst. Ja, hatte ich. Dann gehe ich mal in Enden, versuche mal einzuklatschen. Das wäre gut. Achso, mein Bogen, das ganze Zeug. Ja, die Items sind verschwunden, als wir aus dem End zurückgekommen sind. Ja, da hat auch ein Zuschauer extra nochmal geschrieben. Wir hatten uns ja zum Glück vorher ein bisschen was gesichert gehabt und deswegen habe ich noch einige Sachen doppelt gehabt. Also meine Werkzeuge. Weißt du noch, durch die Klonen? Und ja, da habe ich mir das Backup wiedergeholt und deswegen finde ich es gut, dass wir das gemacht haben. Ja, definitiv. Definitiv. Achso, den Bogen habe ich ja nochmal mir jetzt geholt. Okay. Wo sind die Enchantments hin? Ach, die sind noch drauf, okay. Haben nur gerade nicht gebrannt irgendwie. Und hä? Die Pfeile stecken in der Luft? Ein unsichtbares Etwas? Lol. Ich kann gar nicht mehr schießen mit dem Bogen. Nee, hast du keine Pfeile mehr? Hast du Unendlichkeit drauf? Ich habe Unendlichkeit drauf. Ich habe zwar keine Pfeile mehr, das ging vorher aber auch. Die Pfeile werden auch gespannt und geschossen, aber die kommen nicht da an, wo ich hinschieße. Ich schieße praktisch und nichts passiert. Der Pfeil fällt direkt an der Stelle, wo ich stehe, zu Boden. Das ist ja sehr merkwürdig. Der backt hier in der Luft rum. Ja, man kann irgendwie nicht mehr schießen. Doch, ich höre alles. Ja, natürlich, ich höre das auch, ich sehe das auch. Aber die Pfeile, die fliegen nicht nach vorne, sondern die fliegen mit so einem kleinen Pups nach vorne weg. Und landen einen Meter vor deinen Füßen. Lol, die ist eine Reihe von... Ja, und ich habe direkt nach vorne... Ich schieße jetzt mal zur Mobfalle hier. Ich schieße auf die Mobfalle drauf. Ich treffe dich aber. Warte, lass mich mal kurz... Treffe ich dich auch? Ja. Oh lol, die Pfeile werden einfach nur kack angezeigt. Die schwingen nur Grafikbug oder so. Ja, okay. Dann können wir eventuell doch einen klatschen. Okay, ich mache mich mal auf. Sollte eigentlich gehen. Was brauchen wir also dafür? Nix. Ich flieg los. Die Mobfalle brennt. Aber nur mit brennenden Pfeilen, nicht wirklich. Ah, ich habe vergessen, mir einen OP-Apfel zu holen, ne? Ah, ich glaube, den brauchst du nicht. Der ist so schnell down, dass der kann ja nichts. Na, ja, mal gucken. Okay, ich. Ja, also ich finde den echt nicht übermäßig, also. Ja, mal gucken. Du hast überhaupt keinen Effekt, keinen Golden Apfel, keinen Luck Trunk oder hast du drin gehabt, keinen Lucky Potion, meine ich. Nö. Okay, dann schätze ich mal, dass wir den. Ah, ne, warte, hier. Gibt ja diese Minus-Taste, da müssen wir jetzt erstmal den Modifier ändern. Speed Multiplier mach ich mal kurz auf Maximum und zieh die an, damit ich jetzt hier Super Speed kriege. Jo. Und dann fliege ich mal nach minus 1000 und minus 1000 oder so. Ja, ich fliege mal nach minus 1000, minus 1000. Minus 10.000, minus 10.000, so. Dann nehme ich mir die Insel da, weil ich glaube, die hat man noch nicht.
Boah. So richtig so? Ja. Liegt diagonal rüber. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich alles richtig gemacht habe. Ich hoffe es aber mal. Ich glaube nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Hast du dir erstmal einen kleinen gebaut, bevor du den großen machst? Ja, also ich mache sowieso gerade den mit der Turbine. Der große, der ist ja chillig. Da mache ich einfach nur, da kann ich den machen, den wir schon gemacht haben. Der ist ja super simpel. Oh, hab ich mich vertan? Reaktorglas? Ich habe hier jetzt auch gleich Redstone reingepackt. Also hast du einfach mal die große Version klein getestet. Diamantblöcke, Yellow and Fuel Rods? Nee, nee, also ich muss ja... Ich muss ja sowieso das eine Ding hier machen. Also das eine, diesen... Na, komm schon, dieser hier. Dieser hier? Ja, den mit der Turbine. Ah ja, also ich hab's nur mal kurz gesehen, wie es jemand gemacht hat. Ich hab's selbst auch noch nicht reingeguckt, also... Achso, weil ich muss den mit der Turbine einmal machen, das ist ja noch ein ganz anderer Erfolg. Das heißt einmal sozusagen den Turbinenreaktor und danach ja. Sozusagen einmal unseren alten Reaktor, aber auch in... Na komm, haben wir's? Nee, er will einfach nicht. Irgendwas stimmt ja nicht. Also 5000 Blöcke habe ich jeweils. Reactor Casing, doch ist alles richtig hier. Reactor. Ja, das Fliegen dauert ein bisschen, I'm sorry. Aber it's the quest. Habe ich mich verbaut? I don't know. Yellowium Fuel Rods müssen auch bis nach unten gehen. Tun sie ja auch. Nö. 6000 Blöcke. Oh, bin ich geil. Du bist geil? Ich hab, ja, ich bin Nein, doof. Du bist geilo. Ich habe, ja, ich habe statt ein Reactor Access, also sozusagen ein Terminal, womit man arbeiten kann, habe ich aus Versehen ein Computerport gebaut. Okay. Das heißt, falsche Controller, Item. Genau, sondern ich habe aus Versehen kein Controller gebaut. Deswegen. Ja, dann kann es ja gar nicht gehen. Ich kann den zwar mit dem Computer steuern, ich habe keinen Computer. Ich brauche... 8000, ich habe es gleich geschafft. Yeah. So, wo ist der Rest? Fuel, da. Ah, es funktioniert. Supi. Ja, das heißt, okay, da scheint es zu funktionieren. Minus 9000. Oh, ich habe mich verbaut. Okay, dann machen wir uns jetzt mal bereit für den Chaos Guardian. Jetzt hängt es gerade, glaube ich. Ne, ich stand nur still. Komisch, ich habe gedrückt. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Ist es so, dass jedes Material, das ich reintue, dass das auch sozusagen ein Kühlungspotenzial hat? Das ist doch so, oder? Mhm. Kev, ich bin jetzt gerade hier, aber ich sehe den Drachen nicht. Ah doch, er hat mich angekickt. Hä? Nicht, dass das... Der Drache ist unsichtbar. Ich sehe auch keine Bossleiste. Hä? Der ist unsichtbar, der Drache. Ich werde gekickt von irgendwas, aber ich sehe nicht von was. Ich sehe mich was. Ich sehe nicht, was mich schlägt. Keine Bossleiste da. Was? Ja. Vielleicht reloggen oder so? Ich weiß ja nicht. Ich probiere mal. Kurzer Cut. So, da bin ich wieder und okay, jetzt kann ich das Vieh auch sehen. Ja. Reloggen hat das Problem behoben. Ja, merkwürdig. Manchmal kann es vorkommen. Und soll ich dir was Witziges sagen? Man muss einmal den schlechteren Reaktor gemacht haben, um den guten zu machen, weil du brauchst dieses Abfallprodukt von Yellowium, dieses Cyano irgendwas. Oh, okay. Das heißt, man hätte den sowieso machen müssen.
Ja. Wollte ich nur mal kurz erwähnen. Müssen wir bekommen. Jetzt fragen, was macht der Bob da? Das werde ich in der nächsten Folge erklären. Ist jetzt halt... Er spielt Tischtennis mit mir, der Drache. Alter. So hart? Nee, aber der knockt mich durch die Gegend und ich kann den Speed-Multiplier nicht runterschrauben. Wenn ich jetzt Rüstung ausziehe von dem Ding, dann sterbe ich. Weil ich nicht mehr voll Draconium-Rüstung habe. Wieso hast du denn keine volle Draconium-Rüstung? Nee, wenn ich den Speed-Multiplier runterschrauben will, ich habe den noch an und wenn ich jetzt hier rumfliege, bin ich übelst schnell und habe Schwierigkeiten, die Dinger zu treffen. Ach so. Noch eine Sonne. Den letzten Kristall habe ich hoffentlich jetzt hier. Oh. Letzter Kristall fertig. Sehr, sehr gut. Ich nehme nicht mehr dieses Portal zurück, sondern nehme mein Charm of Dislocation und porte mich zurück. Das geht ja viel, viel schneller vor allem. Ja. Ja, okay, ist easy dann auch jetzt. Wie gesagt. Oh, ne, er ist tot. Okay, also 3 Stück haben wir schon von denen. Boah, ich finde das mal so krass, ich höre ja auch den Sound, wenn du den vernichtest. Ich bin 10.000 Blöcke, minus 10.000, minus 10.000 im End. Aber ich finde immer noch krass, dass das so schnell geht. Mit dieser Rüstung. Die ist echt heftig. Ja, das auf jeden Fall. So, und jetzt ziehe ich nochmal wieder die Schirose aus. Mach den Speed-Multiplier runter, damit er mich nicht weiter nervt. Den hatte ich ja nur zum Fliegen gebraucht. So, und die Herzen fallen gleich runter. Die kannst du auch, glaube ich, nicht einsammeln mit Rechtsklick, sondern die fallen einfach und du musst sie einsammeln, wenn sie unten sind. Wenn du halt direkt runter stehst, dann fängst du die halt immer sofort ein, deswegen. Nein, gibt doch fast einen Stack Draconium. So, jetzt bin ich auch mal gespannt, ob das tatsächlich auch so funktioniert. So, jetzt sind sie runtergefallen. Oh, Draconium-Erze, wo seid ihr? Drachenherzen, meine ich. Ah, die hängen in der Wolke fest. 1, wo ist das 2? Da ist es runtergefallen. Okay, ich hab beide. Dann komm ich mal wieder zurück, ne? Mhm. Und auch, warte mal kurz, was ist das hier? End Minikio Ore. Es gibt sogar im End diese Minikio Erzen. Hab ich gar nicht gesehen. Okay. Dann, ich bin wieder da. Und ich beende noch hier den Part. Und ich hoffe mal, dass es mit der Stimme in den nächsten Parts besser aussieht, wenn es wieder besser geht. Bis dahin, lass krachen. Macht's gut, Leute. Und tschüss.